Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist mal wieder meine Freundin mit dabei. Hey. Was werden wir Schönes machen? Wir werden heute für 24 Stunden unsere Lieferdienstbestellung getauscht. Ja, genau, richtig gehört. Was ich mir normalerweise bestellen würde, kriegt die gute Dame aufgetischt. Und was ich eigentlich bestelle, bekommt er aufgetischt. Boah, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich auch. Viel Spaß bei diesem Video. Okay, starten wir mit der ersten Bestellung. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Gewinner davon darf den ersten Lieferanten für heute entscheiden. Okay. Ist die Dame damit einverstanden? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck, ohne Brunnen. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam! Du hast gewonnen. Nach etwas hin und her überlegen, habe ich mich für einen Lieferanten entschieden. Meiner Meinung nach einer der besten Lieferanten, wo man bestellen kann. Es nennt sich Bratwursthaus. Sind wir das ein oder andere Mal schon dran vorbeigelaufen? Ja. Du hast dort noch nie etwas gegessen, das Nein. weiß ich. Wenn man den Namen Bratwursthaus liest, geht man davon aus, dort gibt es super Bratwurst. Aber das Ganze ist viel mehr als das. Die bieten unter anderem auch Burger, Schnitzel, guck mal, wie geil das ausschaut. Oh, sieht echt krass aus. Pizza, Sandwiches und richtig geile Pommesgerichte an. Hm. Ich habe dort ja schon einiges probiert und bin immer auf meine Kosten gekommen. Wo ich heute richtig Bock drauf hätte, was du dann essen musst, das nennt sich Crazy Chicken. Es ist eine Pommeskombination aus Chicken Nuggets mit Sweet Chili Soße, Joghurt Soße, Chili Mayo und dazu Frühlingszwiebeln. Der Preis ist nicht gerade schmal, aber es wird sich definitiv lohnen. 11,90 ab in den Wagen. Also wenn wir schon mit Pommes sind, habe ich gerade diese Pommes entdeckt, und zwar Pommes Hollandaise. Ich bin ja ein riesen Hollandaise-Fan, ich liebe das mit allem eigentlich. Ja, das werde ich jetzt für dich bestellen. Ab in den Warenkorb. Und weil ich weiß, dass du nicht von einem Gericht satt wirst, habe ich mich für noch was entschieden. Und zwar bin ich hier bei Chicken gelandet und da darfst du dir jetzt eins von den beiden aussuchen. Boah, das ist aber großzügig von dir. Cancun Wings und Texas Wings. Mhm. Die sprechen mich irgendwie mehr an. Würzige Chicken Wings, Käsesoße, Chili-Soße, Jalapenos und Restzwiebeln. 6 oder 12? 6. Komm, das reicht doch. Und somit kostet die Bestellung insgesamt 29,20 Euro. Und wird bestellt. Hallo, da haben wir eine Bestellung. Danke. Darf ich vielleicht mitessen? Irgendwie war der komisch. Lieferzeit waren 57 Minuten angegeben und der Bruder war nach sage und schreibe 30 Minuten da. Props, ja. Geht dafür raus. Ich finde dieses Tauschformat hier relativ interessant. Wenn wir das in Zukunft mal mit unseren Restaurantbestellungen machen sollen, dann lasst mindestens wie viel Daumen nach oben da? 2000. Dann kommt es sowas von. Es riecht wunderbar. Ich liebe krass. Einfach nur zu Hause zu chillen und Essen zu bestellen. Mhm. Wer fühlt das? Das ist schon so lange her, wo ich das letzte Mal bestellt habe. Privat jetzt, oder? Wenn ich jetzt mal genauer drüber nachdenke, haben wir überhaupt schon mal zusammen bestellt? Außerhalb von Videos? Einmal nur. Ja? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das, was ich dir bestellt habe, bist du damit zufrieden? Ja, schon. Ich habe nur Angst, dass es zu wenig ist. Große Töne von der kleinen Maus. Mit der Menge bin ich zufrieden, mit der Pommes-Kombination, aber ich sag gleich mehr dazu. Okay. Kennst du es auch, wenn man Pommes bestellt, kannst du eigentlich nicht essen, es schmeckt überhaupt nicht. Aber die haben eine sehr, sehr gute Verpackart, wo die Pommes fast genauso schmecken, als wenn du die frisch auf die Hand bekommst. Okay. Nämlich ist die Verpackung nicht geschlossen und man hat seitlich so Löcher, dass ordentlich Luft drankommt und nicht dieser Dunst entsteht und sie schön crunchy bleiben. Oh. Boah, krass. Das ist auch keine TK-Geschichte, sondern schön self-made und ich kriege nicht einen Cent von diesem Laden hier. Leute, jetzt mal real talk. Wenn ihr aus Bochum oder Umgebung kommt und nicht wisst, wo ihr bestellen sollt, da könnt ihr definitiv nichts mit falsch machen. Gespannt, ne? Willkommen bei Nikos und... Hätte ich fast deinen Namen gesagt. Fast eine Stunde. Was sehr, sehr schlau von denen auch ist, dass die Soßen und die Toppings einzeln verpackt sind. Mhm. Dadurch entsteht nicht so eine pumpige, unansehnliche Konsistenz. Und auch mal, ja, let's go. Mann. Wie süß diese süß. Chicky Nuggets sind. Hollandaise. Und ich bin mir sicher, das ist nicht die kalorienarme. Nein. Bist du mir böse, wenn ich nur die Hälfte drauf klatsche? Also und heute steht ja noch einiges an und ich möchte nicht, dass mein Ranzen mies verranzt. Das kann ich nicht mehr das machen, was wir gestern gemacht haben. Wir waren nämlich beim Wellness. Ja. Schön Whirlpool und Sauna einfach mal die Seele baumeln lassen. Röstbibel für den gewissen Crunch, wenn man zu wenig durch die Pommes hat. So sehen jetzt die fertigen Kombinationen aus, fast genauso wie auf der Abbildung. Was waren die besten Pommes, die du jemals gegessen hast?
Boah, Hans im Glück. Hans im Glück? Ja. Was ist eigentlich mit dieser Gabel los? Hat damit jemand versucht, eine Flasche oder eine Dose zu öffnen? Und bei dir? Ganz klar. Echt? Bei Bratwursthaus. Ja, bin ich jetzt gespannt. Guten Appetit, mein Schätzchen. Alter. So sollte meiner Meinung nach die perfekte Pommes schmecken. Ist echt krass. Und es ist geliefert. Das muss man im Hinterkopf behalten. Mhm. Boah, ist es scharf. Wie schmeckt? Ich kann von Hollandaise Gerichte so 2, 3, 4 Gabeln essen. Das ist für mich auch ein Genuss, aber darüber hinaus wird das für mich so langweilig und eintönig, weil man die ganze Zeit diesen Hollandaise-Geschmack im Mund hat. Und da hast du eine viel größere Abwechslung. Ja. Deswegen würde ich mich darüber gerade irgendwie mehr freuen. Soll ich die Uno-Reverse-Karte rausholen? Zack. Also ich finde es sehr lecker. Nur es ist echt ein bisschen scharf. Und portionstechnisch? Gut, ne? Kann man nichts sagen. Gab es bei dir mal eine Phase, wo du nicht so Bock hattest zu kochen, wo du öfters mal bestellt hast? Ja, sehr oft schon. Und so im Durchschnitt, wie oft hast du die Woche bestellt oder im Monat? Im Monat vielleicht 3-mal. Das ist nicht so viel. Ich kenne Leute, die bestellen fast jeden Tag. Wie sieht es bei euch? Das interessiert mich. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich zeige gern Leuten Dinge, Sachen, die ich übertrieben feiere, die ich liebe, um die Reaktion zu sehen, wie die das halt dann finden. Mhm. Aber irgendwie gefällt mir die gerade nicht. Etwas enttäuscht. Mann, Alter. Nein. Ich dachte, ich hätte jetzt so einen richtigen Flash geben können. Du weißt, ich mag keine Schärfe. Ich vertrage es überhaupt nicht. Aber ich dachte, Sweet Chili Soße geht fit. Die ist wirklich sehr scharf. Kommen wir zu den Texas Wings. Ist sogar eine Neuheit. Hier haben wir die Toppings schon oben drauf. Sieht Schaut krass aus. Sehr, sehr geil aus. Die Buchse nass oder was? Wenn es um Chicken Wings geht, bevorzuge ich eher so die frittierte Variante, die man von KFC kennt. Weil mit den Brüdern habe ich oftmals schlechte Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht werde ich mit denen ja eine ganz andere Erfahrung machen. Ich würde auch gerne so einmal abbeißen. Das wäre gegen die Spielregeln. Gekleckert. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Chicken Wing Kombination gesehen. Wäre krass. Käsesoße, Chilisoße, Jalapenos, richtig geiler Chicken Wing, welcher keinen ekligen Nachgeschmack hat wie die letztens. Hast du jemals so ein ungesundes Frühstück gegessen? Nein. Was soll ich sagen, Alter? Wobei, doch. Bei der Hälfte angekommen und. Das scharf eigentlich? Mega. Echt? Mega. Oh. Aber auch mega lecker. Deswegen werden die auch sowas von weggezogen im Zeitraffer. Ein paar Sekunden später. In 0, nix wird das Ganze weggezogen, also zumindest bei mir. Wie fühlst du dich? Ich habe immer noch Hunger. Ich habe absolut keinen Hunger mehr und möchte eigentlich nicht mehr weitermachen, aber ich mache es dennoch, weil sonst das Video keinen Sinn ergeben würde. Den nächsten Lieferanten darf die Person entscheiden, die bei Kopf oder Zahl gewinnt. Okay. Was ist das für ein 2-Euro-Stück? Das ist gar kein 2-Euro-Stück. Kannst du das lesen? Türkei! Aus der Heimat! Habe ich letztens auf dem Boden gefunden. Okay, was sagst du? Ich sag Zahl. Dann nehme ich Kopf. Okay. Ja, Kopf. Ich darf mal wieder entscheiden. Mann, ich will auch mal. Ich habe mich jetzt für den Lieferanten Losteria entschieden. Wieso? Ich wollte dich dort schon immer mal einladen. Ist ja in der Vergangenheit nicht so zustande gekommen. Ich würde sagen, ein Hauptgericht und ein Nachtisch für den jeweils anderen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass du nicht Bock hast auf so eine große Pizza. Nee. Und meine Wenigkeit auch nicht. Deswegen bietet sich doch das hier an. Pizza halb und halb. Ja. Eine Seite suche ich aus, eine Seite suchst du aus. Deine Reaktion auf meinen Belag bitte noch unterlassen und für dich behalten. Okay. Und erst darauf reagieren, wenn das Ganze auf dem Tisch steht. Ich glaube, du wirst mich hassen. Und ihr da draußen könnt den Geschmack nicht verstehen, aber ich bin ein riesen Fan von Pizza Hawaii. Das kriegst du von mir. Ich glaube, mein Blick sagt alles. Was krieg ich von dir? Also ich kann es nicht aussprechen. Pizza Calabrese mit Mozzarella, Streichsalami, getrocknete Kirschtomaten und Rucola. Allein wie du das schon vorgelesen hast, daran merke ich, du hast das Ganze dir wahrscheinlich noch nie in den Kopf gehauen und ist eine Racheaktion. Weil ich weiß, dass du Salami auf alles hast. Frau so ist schon rachsüchtig. Okay, und als Nachtisch haben wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Dinge am Start. Boah, so ein Spaghetti-Eis zu einer Pizza ist schon eine stramme Geschichte. Was würdest du wählen? Oder Tiramisu klingt richtig geil.
Das würde ich nehmen für dich. Nur einen Haken an der Bestellung gibt es. Wir müssen es selbst abholen. Und wir haben gefühlt minus 10 Grad. Scheiße. Ich mache fix die Bestellung klar und dann spielen wir selbst den Lieferanten. Große Grabe Pizza. Ist die Pizza super knusprig? Pizza, 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 Pizza. Ich habe mir in meinem Leben ja schon mit einem Zweirad relativ viele Sachen transportiert. Gefühlt alles, aber noch nie so eine große Pizza. Hat es sie überlebt? Ja. Ja, sie hat es überlebt, aber ist eiskalt. Deswegen haben wir das Ganze nochmal in den Ofen geklatscht, erwärmt. Und das Eis, das war im Rollerfach und da entsteht bei dem Fahren eine leichte Hitze und es ist geschmolzen. Ich glaube, besser hätte man die Bestellung nicht transportieren können. Starten wir erstmal mit den Herzhaften, mit der Pizza. Ich kann ja nicht verstehen, warum du so ein großer Fan von dem Laden bist oder mit mir da mal essen gehen wolltest. Ich mag's voll eigentlich. Ich bin dir ehrlich, sitzen kannst du da. Ist eine schöne Location, wenn du richtige Filiale ausgewählt hast. Aber das Verhältnis von dem Belag und der Größe der Pizza stimmt einfach nicht. Ja, okay, mach mal. Es schmeckt wie so eine gesunde Brotzeit. Hawaii? Hab ich mir schon was gedacht. Guck mal, wie unsinnig das aussieht. Ja, die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. Da ist auch nichts. Angenommen, du möchtest dir die Pizza zu dritt oder zu viert teilen. Ich glaube, es macht keiner, aber es kann ja sein. Und einer kriegt dann das Stück hier. Der fühlt sich doch verarscht. Findest du schon deine Hälfte? Ja, du kannst mich am Arsch lecken mit der Streichsalami. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse übertrieben Salami in Verbindung mit Käse überbacken, weil es einfach nur eine Fettbombe ist. Ich lieb's. Was ich richtig, richtig gerne esse, Trüffelsalami. Aber wiederum getrocknete Tomaten, geil. Rucola liebe ich auch. Was da noch drauf? Mhm. Das war's, ne? Ja. Also ich freue mich so gar nicht, das jetzt zu essen. Das sieht so lebhaft aus. Dieses Hawaii-Ding gibt es ja in vielen verschiedenen Richtungen. Auf dem Schnitzel, auf dem Toast. Und ich finde die Kombination aus herzhaft und süß passt optimal. Schnapp dir ein Stück, ne? Zeig doch ein Stück, wo ich jetzt nicht weiß. Ja. Guten. Mhm. Sieht einfach aus wie Blut. Da war wirklich nur so wenig von dieser Streichsalami drauf. Den einzigen Geschmack, den ich habe, ist Streichsalami, die übrigens auch sehr, sehr scharf ist. Oh. Es ist schärfer als die Pommes-Kombination in der Früh. Ja, die Streichsalami hat es in sich. Da wir heute relativ viel Kalorien zu uns nehmen, verzichten wir auf Flüssigkalorien und nehmen die Alternative hier von Holy, einen schönen Energy. Mhm. Kann ich auch gebrauchen, weil mich so ein Essen enorm runterzieht. Kein Zucker, keine künstlichen Aromen, Farbstoffe, auf echter Teebasis. Hab drei Geschmäcker mit an den Tisch gebracht. Mhm. Du kannst gerne wählen. Wassermelone, Kiwi oder Erdbeereis. Wassermelone, würde ich sagen, ne? Oh, hört sich gut an. Hätten wir ein bisschen wärmer draußen, hätte ich auch gesagt, packen wir ein paar Eiswürfel dazu. Lieber nicht. Lieber nicht. Ein Löffel für Papa, ein Löffel für Mama, Deckel drauf und drei, viermal schütteln. Und das Ganze hat sich klumpenfrei aufgelöst. So, das ist es. Stößchen? Warte, zur Mitte? Nein. Geil. Ja, krass. Dein Traum war es ja, mit mir bei der Losteria zu speisen. Und mein Traum ist es schon sehr, sehr lange. Kennst du das, wenn Pärchen sich gegenseitig zu der Weihnachtszeit einen Kalender machen? Ja. Ich bin ein bisschen fauler, aber ich glaube, darüber wirst du dich sehr freuen. Okay. Guck einfach mal rein. Nämlich den Holy Energy Ice Dehydration Adventskalender. Guck mal, wie so ein kleines Kind. Ideal, um sich durchs ganze Sortiment zu testen. Die 24 leckersten Sorten. Holy Energy, Holy Iced Tea und Holy Hydration. Die perfekte, gesunde Alternative zu herkömmlichen Softdrinks. Inklusive limitierte, hochwertige Glasflasche. Schnell sein lohnt sich, denn je früher euch entscheidet, desto günstiger ist der Kalender. Zahl statt 49,99 nur 44,99. Angebot gilt bis zum 3. November. Danach gilt der reguläre Preis. Ich hätte ja gesagt, wer es so richtig wissen will, sollte sich den Squad Adventskalender bestellen, aber der ist leider schon ausverkauft. Also ihr seht, die Dinger sind heiß begehrt. Natürlich könnt ihr auch meine Sparcodes bei den Kalendern anwenden. Lifestyle 5 für 5 Euro bei Neukunden. Falls ihr bereits Holy-Kunden seid, nutzt Lifestyle für 10% auf alles. Gönnt euch oder euren Liebsten einen köstlichen Kalender für ein gesündes Leben. Also Schatz, ich bin da ein bisschen kreativer und ich mache dir einen selber. Danke. Mit 24 Türchen. Und dann Leute, jetzt habe ich ein anderes hier. Ich will nicht reinbeißen. Oftmals ist es ja bei Leuten so, die sagen, ey, ich mag es nicht, aber haben es noch nie probiert. Ich habe es dann probiert. Okay. Die Säure der Ananas in der Kombination mit dem herzhaften Schinken-Käse-Teig. Mm. Kommt doch stramm, oder nicht?
Als ob es so schlimm jetzt ist. Übertreib doch nicht. Wow. Puh, wie kann man das mögen? Soll ich dir ein bisschen entgegenkommen, damit das Ganze besser runtergeht und den Geschmack ein bisschen übertünchen kannst? Etwas Hollandaise-Soße aus der Früh ist übrig geblieben. Du liebst die, kannst zum Trinken verwenden. Aber ob das was bringt, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber nee, jetzt mal im Ernst. Ich verstehe Menschen nicht, die es essen. Also ich verstehe dich auf jeden Fall nicht, Schatz. Man muss nicht alles verstehen. Aber was geil an der Pizza ist, der dünne Teig. Mhm. Mag nicht so dickes Ding, wo du das Gefühl hast, dass du in den Schnitt reinbeißt. Was ich aber stark finde, dass du durchziehst. Aber ohne die Soße wird das nicht gehen, ne? Ich glaub nicht, nein. Wenn du das Ganze jetzt genauer anschaust, was denkst du? Kaka. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Darf ich Ananas abmachen? Bisschen, aber nicht alle. Die kleine Liste drauf. Das ist Real Talk, die schärfste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Echt? Das ist unfassbar. Ich habe mich ja beschwert über zu wenig Belag. Darüber bin ich aber froh. Stell mal vor, noch mehr von dieser Wurst da drauf. Ich wäre komplett Rino gestorben. Hä? Ich wäre vom Hocker gefallen, obwohl ich auf dem Stuhl sitze. So ein Ding ist das. Ich trinke und es neutralisiert einfach nicht. Scheiße. Sorry. Soll Papa dir mithelfen? Das noch ich und das du? Wenn du möchtest. Kann ich mir doch nicht mit ansehen. Du frisst wie eine Spitzmaus. Ich bin da eklig. Ich bin voll eklig, Mann. Damit wir weitermachen können mit dem Nachtisch. Wie du das so zerquetschen. Oh, Klappe zu, Affe tot. Das war's auch mal mit dem Mittagessen, ne? Alter Vater, das hat mir wirklich eine rechte in die Magengrube gegeben. Von so einer Pizza will ich niemals die ganze essen. Aber wie ist es mit dem Nachtisch? Der geht immer rein, egal wie voll man ist. Spaghetti-Eis für die Bubi und für meine Wenigkeit Tiramisu, welches übrigens sehr ansprechend aussieht. Auch kein kleines Stück, aber das erwarte ich auch für 6,50 Euro mit einer Erdbeer drauf. Vielleicht ist es ja ein Erdbeer-Tiramisu, das habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Ich habe gehört von dir, dass es sehr lecker schmecken soll, besser als das normale. Ich habe es versucht zu retten, nochmal ins Eisfach geklatscht, aber es bringt alles nicht. Semi gelungen. Wo ist mein Löffel eigentlich? Bisschen Fan davon? Eine Eisziele, ja, aber ich habe das ja mal gegessen bei Losteria und das hat nicht gut geschmeckt. Juten. Zur Mitte. Was ich bei Tiramisu nicht mag, wenn der Kaffeeanteil zu hoch ist und der Kakaoanteil zu gering ist, das ist optimal. Es ist krass. Echt? Schön viel Kakaopulver oben drauf. So lobe ich mir das. Krank. Nämlich von Aldi. 1:1. Also du möchtest gerade dem Unternehmen, welches 25 Jahre alt ist, genauso alt wie ich, unterstellen, dass die Eis von Aldi kaufen, einfach aus der Verpackung nehmen, eine hochwertige Verpackung nehmen, das da reinfüllen und für teuer Geld verkaufen? Ja, genau so ist es. Anzeige ist raus. Oh, es ist so göttlich, ne? Ich würde gerne probieren. Das sage ich nicht oft. Das beste Tiramisu, welches ich jemals gegessen habe. Perfekt gemacht. Für mich. Hätte ich jemals gemacht. Meinen Ansprüchen gerecht. Das ist super. Fertig, der Arm. Du bist nicht gut weggekommen, die Runde, ne? Ja. Überhaupt nicht. Ich schon. Also einigermaßen. 20 Minuten später. Den letzten Lieferanten für heute darf die Person bestimmen, die es schafft, blind diesen Karton von dort hinten, sind circa 5 Meter, näher an den Koffer zu bringen. Es gibt nur einen Versuch. Soll ich starten oder sollst du starten? Ladies first. Also ich. Mach dich blind, Baby. Was ich dazu noch erwähnen muss, man darf nicht tippeln. Okay. Ein auf, ich mach kurze Schritte in der Hoffnung, dass ich mit den Fußspitzen dagegen knall. Mindestens ein halber Meter pro Schritt. Fangen wir mal an. Wo der Karton? Bisschen Angst. Bisschen Gleichgewicht verlieren oder was? Nicht vorsichtiger werden. Du hast ihn einfach geschmissen. Er liegt halb drauf. Die einzige Möglichkeit, wie ich gewinnen kann, dass ich den Karton gerade drauf stelle. Mal gucken, ob du das schaffst. Ich gehe nach meinem Bauchgefühl, denn das hat mich noch nie enttäuscht. Das ist gut, Schatz, wirklich. Ich kann eigentlich schon loslassen. Auf gar keinen Fall. Ich hab's berührt. Ja, das jetzt dürfte ich keinen weiteren Schritt machen. Nein. Liegt er besser als bei dir? Ja. Ich bin der Gewinner. Schatz, du hast heute nicht eine Challenge gewonnen. Sagt mal so schön,
Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Aber ich bin ein guter Verlierer. 3:28 Uhr nachts. Die letzte Bestellung wurde aufgetischt. Wir haben uns für einen Syrer entschieden. Du hast dahingehend noch gar keine Erfahrung gemacht. Deswegen hast du ein Gericht gewählt, was dich am meisten angesprochen hat. Mhm. Das steht hier. Du kriegst von mir eine Shawarma-Rolle. Nie gegessen. Kann man etwas vergleichen mit einem Döner. Wenn die richtig gut gemacht ist, meiner Meinung nach sogar besser als ein Döner. Bei dem Lieferanten habe ich noch nicht bestellt. Normalerweise kenne ich das auch größer. Das ist ja was für einen halben Zahn. Mhm. Kannst ja mal aufmachen. Es ist folgendermaßen aufgebaut. Ein etwas dickeres arabisches Brot. Da drin ist dann eine Art Dönerfleisch. Besteht aber nur aus Brust, schön mager. Mit eingelegtem Gemüse und Knoblauchsoße. Ist aber sehr fett. Schön angeröstet mit dem Fleischsud. Ist eine göttliche Geschichte. Ölig. Wie deine Haare, wenn sie nicht gewaschen sind. Oh, jetzt lustig. Hier drauf steht Best in Town. Ob es wirklich der Fall ist, ich weiß ja nicht. Ein, zwei Worte zum Geruch vorab. Nein, nein. Der Holy ist aufgegangen und an die Scheibe gespritzt. Naja, nach der Aufnahme machen wir das Ganze weg. Bist du dumm, ne? Männer, sag ich ja. Mir wird sowas niemals passieren. Ein, zwei Sekunden später wird er auch rum. Geruch? Sehr stark nach Knoblauch. Das riecht jetzt nicht so krass lecker. Und preistechnisch auch richtig gut. Woanders kriegst du einen doppelt so großen für 5 Schleifen. Oh. Bis jetzt hast du ein bisschen Brot abbekommen. Hm. Und? Was hast du? Irgendwas schmeckt ja voll säuerlich. Da ist ja eingelegtes Gemüse drin. Hm. Digga, dich geschmacklich zu überzeugen ist so schwer wie Julian geschmacklich zu überzeugen. Ihr seid einfach verwöhnte Lümmel. Ich kann wirklich das Beste vom Besten auspacken, immer was zu kritisieren. Oder unsere Geschmäcker sind einfach verschieden. Sehr verschieden. Also kann ich mir die Frage sparen, ist es besser als ein Döner? Nein. Ich wollte deine Reaktion erstmal abwarten. Jetzt wage ich mich hier dran. Das, was in Alufolie eingepackt ist, ist Krautsalat, eingelegtes Gemüse und eine Menge an Knoblauchcreme. Fängt schon mal gut ist an. Ist das kein Tzatziki? Ne, so eine Art Aioli. Ach so. Brötchentüte. Oh. Die Frau ist ein richtiger Chicken-Fan. Ui. Gerne ich das jetzt selber essen. 1, 2, 3, 4 große, ich gehe davon aus, Tenders ohne Knochen. Und, kennst du diese Riffelchips von Funny? Ja. Sieht genauso aus. Auch so knackig. Hm? Krass, ich bin nicht voll neidisch. Damit starte ich auch. Lass mal so. Absolut nicht gewürzt. Schmecken die typischen gelieferten Pommes. Aber durch die Soße geht es einigermaßen runter. Wie meine Oma jetzt sagen würde, der Hunger treibt sie hinein. Wobei nein, der Hunger ist gar nicht mehr da. Das syrische KFC-Menü. Boah, sehr Mayo-lastig. Wenn du das mal probierst. Da kannst du auch Mayo pur löffeln. Also. Ich mag Essen lieber, wenn es ein bisschen cleaner schmeckt. Also. Als nur nach BAM Fett. Ich glaube. Und ungesund. Wir haben jetzt keinen guten Lieferanten ausgesucht. Ich habe das Fleisch probiert. Ich bin nicht nach Hähnchen. Meinst du, es hat so Schlag weg? Ich glaube schon. Ja? Also ich habe keinen Bock, dass du eine Lebensmittelvergiftung hast, weil damit habe ich dann auch zu kämpfen und muss mich um dich kümmern. Möchtest du nicht machen? Deswegen, wenn du sagst, ey, das ist nichts, dann schieb es zur Seite und wir snacken das zusammen. Ja? Ja. Aber lass mich erstmal probieren. Mhm. Sind ja nicht so knackig. Leider nicht, weil es eingepackt war. Schmeckt absolut nicht so wie das typische frittierte Chicken. Hat so eine besondere orientalische, zimtige Note. Willst du rausschmecken, wenn du mal reinbeißt? Man muss ein Fan von sein. Ich mag es. Was meinst du? Da fehlt aber der Crunch und ist halt sehr, sehr trocken. Und es liegt jetzt nicht nur an der Verpackung. Irgendwie schmeckt das Fleisch ganz komisch. Ich mal das da probieren. Mhm. Was ist denn was? Trocken. Eigentlich kann man beim eingelegten Gemüse nichts falsch machen, aber das ist auch extrem salzig. Schade ums Geld, wir haben knapp 30 Euro bezahlt. Man kann nicht immer Glück haben. Dennoch werden wir so viel wie es geht davon essen. Wisst ihr, wo ich richtig gestaunt habe und es nicht glauben konnte? Wo du mir erzählt hast, ich war noch nie bei KFC. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der dort noch nicht gespeist hat. Wir müssen es unbedingt machen. Dann weißt du, wie gutes Chicken schmeckt. Ja doch, können wir gerne machen. Wir können es auch in Videoform festhalten. Falls ihr das sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber das war heute absolut nicht mein Lieferdienstag. Überhaupt nicht. Das hat am Ende den Rest noch gegeben.
Wie fandest du es denn heute? Bis auf ein, zwei Ausrutscher, wie zum Beispiel das jetzt, bin ich voll auf meine Kosten gekommen und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Video. Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort. Wir machen Feierabend. Falls ihr das Video sehen wollt, wo wir unsere Restaurantbestellungen tauschen, dann lasst 2000 Daumen nach oben da, dann werden wir das raushauen. Für ein gesünderes Leben schaut gern bei Holy vorbei und gönnt euch etwas Schönes. Vergesst uns auf Instagram nicht zu folgen für ein paar private Einblicke. Natürlich lasst auch ein Abo bei dem YouTube-Kanal hier da, damit ihr keiner der weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für euren Support. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Out könnt ihr haben.